Was kommt denn next auf dich zu? Welche Themen könnten brisant werden? Wo darfst du vorrangig deinen Fokus drauf legen? Das ist hier und heute die Frage. Ja, ein ganz herzliches Willkommen an der Strandpromenade der Orakelnixe zu dieser Botschaft. Und heute möchte ich mich wirklich wieder mal etwas kürzer fassen, denn ich empfinde das die Shorts vor allem sehr, sehr gut angesehen sind und dafür die längeren Legungen weniger. Es kann auch sein, dass ich in Kürze die größeren Legungen etwas kürze, also insgesamt ein bisschen weniger in der Woche mache, da ich im Außen auch noch ein bisschen gut eingespannt bin und vielleicht auch das Wetter ein bisschen mehr mitspielt, dass man mehr draußen erledigen kann. Ja, vielleicht so jeden zweiten Tag oder so. Ich muss mal schauen, wie ich es aktuell ja, plane, zurechtlege, dass ihr was von mir habt, ich von euch habe und wir alle gut mit einer Art Kompromiss leben können. Ja, alles zu seiner Zeit, manchmal mehr, manchmal weniger, so ist die Devise. Welches Thema oder welche Themen könnten denn wichtig werden? Wir haben zum einen die Einsamkeit, Verlust, Diebstahl, Weggang. Und ich schaue mal kurz. Ja, die Kamera nimmt es noch auf hier. Ein bisschen näher. Also zum einen geht es allgemein um Verlust oder Verlustängste, um höhere Ausgaben. Vielleicht verliert man auch etwas. Vielleicht wird man sogar bestohlen. Das kann Datendiebstahl sein. Das kann natürlich auch finanzieller Art sein. Oder natürlich das Herz oder die Seele wird einem geklaut. Ja, die Einsamkeit. Jemand fühlt sich vielleicht auch zurückgelassen, alleine. Und ja, wenn man mit sich nicht alleins alleine sein kann, dann fühlt man sich einsam. Also vielleicht ist hier für den einen oder anderen das Thema oder wir schauen auf jemanden aus eurem Umfeld, den ihr vielleicht beleuchten möchtet, der sich vielleicht derzeit einsam vorkommt. Also allgemein Verluste, etwas, was gekürzt wird, was weniger wird, das können die finanziellen Ausgaben sein, das können Verbindungen sein, das können Dates sein, das können Treffen sein, das kann die Zeit sein, die verloren geht, so wie es mir aktuell derzeit schon vorkommt. Mir rennt die Zeit irgendwie davon. Es ist echt himmlisch derzeit. Es rattert nur so. Wir haben das Schiff. Vielleicht geht der eine oder andere in einen Umzug, in eine größere Veränderung oder macht eine längere Reise, möchte vorankommen. Kann auch sein, dass man hier ein bisschen federn lassen darf. Das heißt, wenn man umzieht, dann geht das eine oder andere auch zu Bruch, als Beispiel jetzt. Oder ein technisches Gerät geht hinüber und dann darf man überlegen, brauche ich das überhaupt noch, so ein technisches Gerät? Ich hatte mal lange auch so einen Eierkocher. Brauche ich es nicht? Für die ein, zweimal, die ich vielleicht mir mal noch hatte, Eierkocher oder so ähnlich. Ja, das sind alles so Überlegungen. Was brauche ich noch? Vielleicht ist hier jemand auch Richtung sich zu verkleinern, minimalisieren. So wie ich es kürzlich auch gemacht habe. Und ich möchte noch mehr kürzen von der einen Seite. Hier wird es manchmal ein bisschen mehr und dann wieder weniger. Also eine positive Veränderung, vorankommen. Das Schiff heißt allerdings auch, es fließen lassen. Also nichts übers Knie zu brechen. Dann haben wir eine gute Frau, die weibliche Energie an sich. Auch hier heißt es, ein bisschen fließen lassen, nicht zu aktiv forsch nach vorne gehen. Positiver Mensch, der einen unterstützt. Es kann auch ein Mann sein, der ein bisschen in der weiblichen Energie ist, der ein bisschen gechillter ist, ein bisschen vielleicht auch in sich gekehrter. Auf jeden Fall ein ehrlicher Mensch. Oder es geht hier um, ja, ehrlich zu sich selbst sein und einfach auch mal fünfe gerade sein lassen. Alles zu seiner Zeit. Dann haben wir die Fokussierung allgemein, würde ich sagen, auch der Verstand, Klugheit und Ehrlichkeit. Also mit einem guten Verstand an eine Sache rangehen, es nicht voreilig zu entscheiden, auch nicht stagnieren, sondern wirklich Obacht heißt hier Obacht vor Verlusten oder vor Verletzungen oder können wir noch sagen, Gesundheit natürlich auch immer sehr im Fokus, physisch, psychisch, seelisch, alles drum und dran. Nicht zu viel, also kein Burnout riskieren oder so ähnlich, aber auch nicht die Folie Cotate Pouch. Oh Gott, heute geht's doch los. Couch Potato spielen, jetzt haben wir es doch. Wir haben die Kommunikation, die lag eben auf dem Kopf. Klar, wenn ich so ein Mist zappel hier und alle Buchstaben durcheinander bringe.
Ja, das habe ich drauf. Das konnte ich schon immer und kann es immer noch. Gespräche, Aussprache, Forschungsgespräche. Vielleicht ist der eine oder andere hier in Beruf oder Berufungsthemen drin, sich zu verändern. Auch da heißt es, ja, geben, aber nicht zu viel, empfangen, aber auch nicht zu viel. Also wirklich etwas in Balance bringen. Also hier geht es um Veränderung, Vorankommen, sei es Jobwechsel, sei es wohnungstechnischer Wechsel, sei es eine größere Reise, sei es sich selbst umgestalten. Es will wohl überlegt sein. Wenn ich 20 Jahre meine Haare lang wachsen lasse, hat langsam Universum. Wenn ich 20 Jahre lang meine Haare stetig wachsen lassen habe und möchte jetzt eine totale Veränderung, dann überlege ich mir gut, gehe ich zum Friseur oder gehe ich nicht, oder nehme ich die Schere oder nehme ich sie nicht. Was ist danach? Dann kann ich sie schwierig wieder ankleben. Na, solche Überlegungen sind es jetzt beispielhaft dargestellt. So, was sagt denn unser Merlin dazu? Unser kleiner süßer Zauberer sagt dir, der Feenspiegel, tiefer Einblick und Intuition. Ja, schau genau hin, wohin möchtest du? Wer hat dich vielleicht auch dazu gedrängt oder was hat dich dazu gedrängt, eine großartige Veränderung zu machen? Und ist es auch in deinem Sinn oder hat dich hier wirklich jemand auf diesen Trichter gebracht? Und dann schauen wir hin, ist es der falsche oder ist es der für einen richtige Trichter? Dein Herz kennt den Weg, dein Bauchgefühl führt dich. Was fühlst du, was nimmst du wahr? Der Feenspiegel hilft dir, sicher und klar deiner Intuition zu folgen und dafür einzustehen. Wer oder was darf hier vielleicht auch gekürzt werden? Was lässt du vielleicht auch los? Was möchtest du loslassen, wo du noch ein bisschen wankelmütig warst? Soll ich noch dranbleiben? Soll ich festhalten? Soll ich loslassen? Hier darfst du entweder Unterstützung suchen bei jemandem, der wirklich neutral ist, auch gechillt ist, ja, sich nicht so emotional mitreißen lässt, wenn du dir unsicher bist. Und dann aber auch verstandesorientiert, inklusive Intuition, es abwägen, wo darf es hingehen, eben hier die Aussprache oder Vorstellungsgespräche, Klartext reden, ja, vielleicht auch zu jemandem Tschüss sagen. Tschüssikowski und goodbye, ich möchte jetzt mein Leben in die Hand nehmen und positiv vorangehen. Ich habe hier keinen Bock mehr auf diese alte Soße. Ja, das könnte hier natürlich ganz klipp und klar so sein. Schauen wir noch in, na, die Love Affairs sind jetzt nicht ganz so die Dinger, die ich jetzt hier haben möchte, denn wir haben jetzt nicht unbedingt die Liebesthemen. Schauen wir doch mal allgemein, auch wenn hier viel mit Zwischenmenschlichem auch drin ist bei den Hearts Hidden Secrets Cards. Wir haben Beautiful, Graceful, also du bist großartig, du bist toll, du bist fantastisch, so wie du bist. Wir haben hier die Soulmates, die hier schon mal rausgeguckt haben. Also es muss jetzt nicht im zwischenmenschlichen, herztechnischen Bereich sein, sondern wo fühlst du dich hingezogen, wo fühlt sich deine Seele wohl, dein Herz wohl. Du darfst wieder dein Inneres nach außen strahlen lassen, denn mir kommt hier rein, dass du hier so ein bisschen auch an dir selbst gezweifelt hast. Wir haben hier auch eine Art Toxizität, das heißt vor etwas davonlaufen. Du oder jemand anders, irgendjemand ist hier auf der Flucht, will den Ball, den Kelch, den Schatz für sich allein haben. Wir haben noch Influences, der dritte Part, Attachment. Wir haben hier auch eine Art Wiederholungsschleife, Dauerschleife, nicht aus einem Kreislauf ausbrechen. Konnte, ja, ich würde sagen, jetzt geht's schon. Ja, wir haben hier auch das gebrochene Herz. Oder eben sich von etwas verabschieden. Hier mit dem Verlust zu sagen, ja, ich möchte jetzt nicht mehr. Ja, ich habe jetzt wirklich die Faxen dicke. Am Unterdeck haben wir wieder die weibliche Energie oder die Yin-Energy. Ja, also auch hier, komm mit dir wieder ins Eins, ins Reine, komm mit dir in Frieden, ganz egal, wer dich irgendwie blöd angemacht hat, blöd ins schlechte Licht gerückt hat oder sonstiges. Es sind jener Themen. Es liegt nicht,
zumindest nicht vorrangig an dir. Ja, man gibt auch immer wieder in die Suppe auch das eigene Gemüse dazu, das ist ganz klipp und klar. Aber lass dich bitte nicht verunsichern, wenn du schon länger irgendwo in einer Situation verharrst, die dir nicht gut tut, die dir Kopfschmerzen, die dir Bauchschmerzen bereitet, die dich einfach unwohl fühlen lassen, dann heißt es, es soll jetzt etwas angegangen werden, es soll etwas in Heilung kommen. Und wenn es in dieser Situation vielleicht auch mit bestimmten Menschen nicht geht, dann bitte verlasse die Situation und verlasse diese Menschen, denn dann geht es wirklich an deine Gesundheit. Also wenn es ein längerer Prozess ist, und ich spreche hier nicht erst von 5 oder 10 Jahren, sondern meine Tendenz ist immer schon 6 Monate bis 12 Monate, wenn da sich nicht etwas stetig positiv entwickelt oder wenigstens positiv bleibt, dann heißt es hier, ja, mal nachdenken, was möchte ich, wohin, mit wem und wer tut mir nicht gut, es mit demjenigen ansprechen, und wenn derjenige dann immer noch keine Einsicht hat oder etwas verändern möchte oder vielleicht alles schickimicki findet und du demjenigen vielleicht ganz egal bist, wie du dich fühlst, dann bitte zieht euch raus, denn dann hat es auf Dauer keinen Sinn, dann wird es vermutlich nicht besser werden. In diesem Sinne würde ich es hier von diesem Quick-Orakel mal so stehen lassen. Wie gesagt, es kann sein, dass nicht mehr alltäglich oder nicht mehr täglich eben die großen Orakels kommen. Denn ich denke, wir sollen auch ein bisschen das Außen genießen, in die Natur rausgehen, die Sonne genießen. Und jeder hat auch vielleicht noch irgendwas im Garten oder in der Natur zu werkeln, liebe Menschen besuchen. Und von daher, ich bin trotzdem noch da. Ich bleibe auch dabei. Vielleicht mit noch mehr Shorts. Oder so Quick-Orakel, weniger die langen. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Tschüss, deine Orakelnixe.